Mann, oh Mann, das Wetter schaut heute nicht so gut aus und wir wollen heute hoch auf die Zillertaler Höhenstraße. Aber jetzt warten wir mal und schauen, wie sich das Wetter entwickelt, bis wir starten. Servus, grüßt euch. Wir sind heute auf einer Tour über die Zillertaler Höhenstraße. Kurz oberhalb der Mautstelle. Ja, ich denke so 10 Minuten sind wir auf der Höhe. Der Himmel sieht arg bewölkt aus. Wir machen hier eine kurze Rast, weil die Öltemperatur von meinem Motorrad hat inzwischen 120 Grad. Noch ein bisschen drüber, dann wird es kritisch. Gucken wir mal, ob wir es zeigen können. Mal sehen. Ja, es ist durch den kurzen Stopp jetzt runtergegangen auf 116. Ich denke, man sieht es. Ja, warten wir mal.
So, hier ist das Zellbergstüberl. Da kann sein, dass wir da nachher eine kurze Rast machen. Jetzt werden wir mal da hochgehen zu der Kapelle. Und schauen wir, wie sich das Wetter entwickelt. So, schauen wir mal rein in die gute Stube, wo die Zellbergbuben spielen. Die Hirschbichlalm, die hat zu. Ja. Ich kann vielleicht auch hochgehen, aber ich gehe nach hier. Da oben sind wir vorher rübergekommen. Von der Mautstelle her. Ich sehe, was ist. Schon dachte, du schläfst weiter. Ne?
Hörst du? Thank you.
Fahrrad um den ganzen Tag. Auge in Maria Tirola.
Aufsteh doch mal. Tut mir leid, dass du aufstehen musst. Und bleibe da hinten. Ja? Hm? Na du. Oh, der sieht ja schön aus, ne? Gell? Ne, Kalle? Hallo, Süße. Das tut dir nicht gut. Guck mal. Was er macht. Den Zaun entlang. Nicht spucken. Kollege, du darfst nicht spucken. Das macht man nicht.
Ja, ja, jede Menge für Kinder hier. Ja, und was ist alles kostenlos? Ja, wenn man was trinken würde, das wäre ein Wunsch, das machen wir vielleicht nachher. Jetzt machen wir erst einen Rundflug. Ja. Ja. Ach, da kann man das Wasser anstauen, oder? Gut, dann krieg ich es noch nicht mehr. Da hat es noch Backer. So, das war der Abstecher bei der Kaltenbacher Skihütte. War ja einiges los, auch für Kids ideal hier. Jetzt geht es runter nach Ried. Das ist eine von, ich glaube, 5 Mautstellen. Die längste Strecke, die man macht, ausgeschrieben ist, glaube ich, 35 Kilometer. Aber ich denke so 39 werden es. Schauen wir mal, genießt mit uns die Abfahrt. Und unten sehen wir uns dann wieder. Also, bis dann, tschüss.
sind wieder unter dem Tal. War echt super geile Fahrt. Hat richtig Spaß gemacht. Hoffe euch natürlich auch. So, jetzt geht's wieder zurück ins Hotel. Also macht's gut, bleibt gesund und bis demnächst. Servus.